Dein Lieblingsgericht? Oh, da habe ich so viele. Also, es kommt drauf an, ich mag. Da hättest du mich vielleicht anders fragen sollen, welche Küche. Obwohl, da mag ich auch. Ich mag chinesische Küche, deutsche Küche, italienische Küche, arabische, türkische. Also, ich bin wirklich so ein Mensch, der alles probiert, der fast alles mag. Von daher habe ich kein Lieblingsgericht. Ich mag wirklich sehr viele Produkte, wollte ich sagen. Sehr viele Gerichte. Rauchst du, klar, in der Schwangerschaft nicht, aber sonst, nein, ich rauche nicht. Und was heißt klar, in der Schwangerschaft nicht? Ich kenne Leute, die rauchen auch in der Schwangerschaft, aber das sollte auch wieder jeder für sich entscheiden. Ich selber finde es nicht gut, aber alle sind alt genug, jeder weiß, was gut für ihn ist und fürs Kind und was nicht. Aber ich habe vor der Schwangerschaft nicht geraucht und rauche während der Schwangerschaft natürlich auch nicht. Lieblingslied und Lieblingssänger. Und das ist auch wieder so eine. Ich habe kein Lieblingslied und kein Lieblingssänger. Bei mir ist das eher so, je nach meiner Stimmung höre ich Musik. Wenn ich, ja, wenn ich fröhlich bin, höre ich fröhliche Musik. Bin ich traurig, höre ich traurige Musik, damit ich halt auch super, ja, einen Grund habe, auch nochmal zu weinen, richtig, weil so ein trauriges Lied, das da gibt. Also es gibt dir den Rest und wenn ich glücklich bin oder richtig so in Feierlaune, ne, dann höre ich ja so halt positive Musik und dann singe ich und tanze auch dazu und so auch hier bei mir in meinen vier Wänden. Also es muss nicht irgendwo sein. Also ich mache das eher nach Gefühl und so wie ich mich gerade fühle. Danach bestimme ich, wie ich oder welche Musik ich höre. Was ist für dich das Allerwichtigste auf der Welt? Das Allerwichtigste auf der Welt sind oder ist meine Tochter. Und ich denke mal, wenn die Zwillinge da sind, dann meine Kinder. Wie denkst du über Krieg? Oh, und das ist so ein Thema. Also, ich finde, es sollte nirgendwo Krieg geben. Es sollte niemand auf der Welt irgendwo leiden müssen. Vor allem nicht Kinder, die nichts damit zu tun haben, die einfach in dieser Lage oder ja, so geboren worden sind und dann direkt die Augen aufmachen und in einer Kriegs- oder in einem Kriegsland geboren worden sind und dann irgendwelche Leute, irgendwelche Bomben ja, hochgehen lassen und dann auch Säuglinge, Kinder und Babys unter anderem sterben. Also Krieg, finde ich, sollte nicht gehen. Also Kriege sollte es gar nicht geben auf dieser Welt. Mochtest du damals deine Mutter oder deinen Vater lieber? Oh, das ist auch so eine schwere Frage. Ich glaube, ich mochte sie beide gleich, keine Ahnung. Nee, ich glaube beide gleich. Hattest du eine Lieblingsschwester, Bruder, mit der du über alles reden konntest und der alles von dir wusste? Also, alles von mir wusste keiner meiner fünf Geschwister von mir. Ich glaube, jeder hat mal seine kleinen Geheimnisse, die er nur mit sich selber geteilt hat oder vielleicht mit einer besten Freundin. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte halt fünf Geschwister. Aber so die mir am nächsten war, war halt die 1,5 Jahre jünger als ich war. Einfach nur, weil wir damals halt vom Alter auch so, ja, so nah aneinander gewesen sind. Aber so eigentlich nicht. Ich habe mehr was mit Freunden gemacht wie mit meinen Geschwistern. Was denkst du, wie viele Bücher du in deinem Leben gelesen hast? Oh, sehr, sehr viele. Ich lese sehr gerne von Dan Brown, habe ich zum Beispiel alle gelesen. Überhaupt so. Also ich habe von diesem Holbein hier aus Neuss oder wie der heißt, habe ich auch sehr viele Bücher gelesen. Also ich lese sehr gerne und kann das so in Zahlen. Eigentlich, also ich kann nicht sagen, ob ich jetzt 100 oder 500 Bücher gelesen habe, aber ich weiß, dass das sehr, sehr viele gewesen sind. Wann hast du Geburtstag? Ich hatte jetzt am 2.5. Geburtstag und bin 29 geworden. Frage 31, Sternzeichen Stier. Frage 32, aus welcher Stadt in Tunesien kommst du und aus welcher Stadt aus der Türkei kommt dein Mann? Ich komme aus dem schönen Sus und mein Mann kommt aus Mersin. Welche ist deine Lieblingsstadt in Tunesien, Türkei und Deutschland? In Tunesien ist es Sousse, da komme ich her. Ich fühle mich sehr wohl in Sousse. Es ist nicht so groß wie Tunis, die Hauptstadt. Und deswegen, auch wenn ich in Urlaub bin, bin ich eigentlich ja die meiste Zeit in Sousse, weil ich da alles habe, was ich brauche: Strand, Meer, Diskos, Cafés, alles das, was ich halt möchte. In der Türkei ist das Alanya. Alanya mag ich sehr, genau. Also ich habe auch nicht sehr viel von Türkei gesehen. Alanya, Side, Antalya, genau. Was habe ich noch? Mersin, da unten halt die Strecke. Ja,
Und hier in Deutschland habe ich auch einfach viel zu wenig gesehen, um zu sagen, welche Städte mir gefallen. Ich war mal in München und war aber auch begeistert von München, fand ich sehr schön. War aber noch nicht in Berlin und war zwar auch einmal in Hamburg, aber wirklich nur zu einem Event und habe mich halt nicht umgeschaut. Deswegen ist das für Deutschland noch so, wo ich hier aufgewachsen bin, groß geworden bin und ja, die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt habe, bin ich eigentlich nicht viel rumgekommen, außer jetzt NRW, Erfurt, so ein bisschen. Aber obwohl Erfurt war auch sehr, sehr schön. Aber ich könnte mich jetzt nicht festlegen, da habe ich einfach viel zu wenig von gesehen. Denkst du, man sollte seine Liebe im Internet suchen oder das Schicksal entscheiden lassen, wann man sich mit der großen Liebe trifft? Ich kenne viele, die verheiratet sind mittlerweile und sich über StudiVZ kennengelernt haben oder über Facebook. Und von daher denke ich, das ist einfach Schicksal. Egal, man kann sich überall kennenlernen, ob im Bus oder auf der Straße, bei Aldi, bei Lidl oder in der Disco. Ich glaube, das ist einfach alles, ja, Schicksal, meiner Meinung nach. Wann haben dein Mann und du dich kennengelernt? Wie kam es zu dem Treffen? Ich habe meinen Mann 2008 kennengelernt und das war wirklich auch Schicksal, weil ich hätte normalerweise frei gehabt und wollte zu der White Sand Session Party hier in Düsseldorf in der LTU Arena oder so und hatte auch schon ein Ticket und wollte dahin. Und ja, es sind zwei, drei Mitarbeiter krank geworden und mein Chef meinte, oh, könntest du nicht einspringen? Und ich dann, nee, ich wollte eigentlich feiern gehen und ich habe schon das Ticket und der da, komm, bitte. Und da habe ich gedacht, ja, komm. Und dann hat er mir versprochen, kriegst du nächstes Jahr frei. Da dachte ich mir, ja, okay, kannst den ja jetzt nicht hängen lassen. Und bin dann arbeiten gekommen. Das war nämlich die Silvesternacht. So. Und mein Mann wollte eigentlich direkt feiern, irgendwohin. Nur er hatte einen Freund, der wollte ins Extrablatt und erstmal da so ein bisschen chillen, ja, essen, trinken und danach vielleicht nochmal feiern. Und mein Mann so, nee, was wollen wir da? Also die waren zu dritt. Da war noch einer, der meinte, macht das so, wie ihr es haben möchtet. Und ja, eigentlich sollte ich nicht da sein in dieser Nacht. Da bei mir auf der Arbeit, mein Mann wollte eigentlich auch nicht, aber der Freund, der hat halt die Tickets geholt und hat ihn mitgeschleppt. Und ja, so haben wir uns kennengelernt, ne? Also ich habe ihn bedient und das eine kam zum anderen und ja, so haben wir uns kennengelernt in der Silvesternacht 2008. Liebe auf den ersten Blick und ja, ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Würdest du ein behindertes Kind abtreiben? Okay, in Klammern nochmal, war vor kurzem mal eine Frage in der Schule. Und das ist eine richtig schwere Frage, weil als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war und auch jetzt bei den Zwillingen, wirst du ja immer gefragt, ob du zwischen der 10. und 12. Woche eine Fruchtwasseruntersuchung machen möchtest, um halt zu sehen, ob das Kind zum Beispiel dieses Down-Syndrom hat. Und ich habe immer Nein gesagt. Ich weiß nicht, wenn ich es gewusst hätte, dass das Kind, also wenn ich diesen Test gemacht hätte und gewusst hätte, das Kind ist behindert. Ich weiß wirklich nicht, ob ich abgetrieben hätte oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme das, was Gott mir gibt und mache den Test erst gar nicht. Weil man, ich glaube, ab einer bestimmten Woche, oder ich glaube, beim Down-Syndrom-Kind kannst du sogar, habe ich letztes Mal noch im Fernsehen gesehen, da hat eine Frau in der 20. Woche noch abgetrieben. Aber ich wollte es einfach nicht wissen. Hätte Gott mir so ein Kind geschenkt, wäre es okay gewesen. Gott sei Dank war das nicht so, aber ich habe den Test einfach nicht machen lassen. Von daher kann ich die Frage wirklich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber ja, ich hätte es einfach auf mich zukommen lassen. Ich denke aber eher mit Nein, weil ich den Test ja eigentlich auch gar nicht gemacht habe und habe gesagt, ja, ich nehme das, was kommt. Ne? Also ja. Gibt es etwas, was dir an dir nicht gefällt? Oh ja, zum Beispiel meine Nase. Also seitdem ich gefallen bin vom Fahrrad, habe ich ja so eine schiefe Nase. Also das, wenn ihr das so ein bisschen seht, seht ihr, die ist so ein bisschen schief. Also hier hat die so einen Knick. Und von einer Seite sehe ich so aus wie eine Hexe. Ich hätte es damals richten können, da war ich nämlich 16, als der Unfall passiert ist und ich vom Fahrrad geflogen bin, auf der Kante vom Bürgersteig. Aber ich dachte mir, ach komm. Aber manchmal muss ich ganz ehrlich zugeben, stört sie mich. Ich würde trotzdem ja, keine OP machen lassen.
Nee, nein. Also sie stört mich zwar, aber ich kann damit leben. Welches Alter ist perfekt zum Heiraten? Ich bin 25, obwohl ich mit 24 geheiratet habe, aber es hat halt gepasst. Wenn man den richtigen findet, kann man auch mit 23 heiraten, meiner Meinung nach. Ich finde aber so, wenn man mich so fragen würde, oder sagen wir mal so, für mich war das in der Jugend immer, habe ich gesagt, mit 25 ist das perfekte Alter. Ich habe jetzt mit 24 geheiratet und ja. Hast du als Jugendliche gefeiert? Habe ich als Jugendliche gefeiert? Also jetzt, was heißt als Jugendliche? Mit 16 nicht. Aber nach meinem 16. Lebensjahr, so mit 17, habe ich gefeiert. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal Kopftuch zu tragen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Warum auch nicht? Ich finde, wie soll ich euch das erklären? Also, ich bin trotzdem ja der Mensch, den ich bin. Und wenn ich mich irgendwann für ein Kopftuch entscheide, dann ist das halt so. Ich mache es ja für mich und nicht für irgendjemanden. Also ich finde, jeder sollte das machen, oder jeder sollte das tragen und sich in dem, was er halt trägt, auch sich wohlfühlen. Ich meine, wenn ich... warum ist das immer so eine Frage? Ich meine, wenn man so eine Nonne zum Beispiel sieht, dann sagt man auch, oh... Sie ist verhüllt und geht ihrem Glauben nach. Aber viele, wenn sie so zum Beispiel eine Frau sehen, die ein Kopftuch trägt, die wird direkt als unterdrückt von ihrem Ehemann oder ihrer Familie gesehen. Aber ich glaube, das ist einfach so, weil man das so nicht anders kennt. Also durch die Medien wird der Islam ja auch immer wieder schlecht gemacht, obwohl es nicht so ist. Was heißt nicht so ist? Es gibt sehr viele diese Salafisten oder was weiß ich, wer das alles da ist. Die meinen, Menschen umbringen zu müssen, die meinen, irgendwas über Menschen entscheiden zu dürfen, über das Leben der Menschen und einfach irgendwelche Menschen abknallen. Nee, das steht nicht im Koran, das möchte Gott nicht. Gott sagt, liebe deinen Nächsten, liebe deine Mitmenschen. Das, was du für dich möchtest, genau das solltest du auch weitergeben und nicht anders. Also der Islam ist eigentlich wirklich eine sehr liebe Religion eigentlich. Eine Religion, die zusammenhält und wirklich familiär ist. Und man sollte seinen Nachbarn lieben und ehren. Und nicht das, was man da sieht, irgendwelche Bomben, irgendwelche Leute, die irgendwelche Leute umbringen. Das sind keine Moslems, auch wenn sie Allahu Akbar oder was weiß ich was sagen. Das sind, also für mich sind das keine Moslems. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gott da... Ich weiß es nicht. Nee, also... So, weiter geht's. Das habe ich so lange drumherum geredet. Was gefällt dir an deinem Mann am meisten? Was gefällt mir an meinem Mann am meisten? Ja, dass er so verständlich ist. Also, dass er mir sehr viel hilft beim Haushalt, mit der Kleinen. Dass er einfach so ist, wie ich mir einen Ehemann halt vorgestellt habe. Genau, ich glaube, das erklärt es am besten. Was gefällt dir an ihm nicht? Sorry. Was mir nicht an ihm gefällt, ist zum Beispiel, dass wenn ich sage, also wir sind im Restaurant und wir haben zwei verschiedene Essen bestellt und ich sage, Schatz, magst du mal probieren? Nein. Ich habe meinen eigenen Teller und ich liebe es zu probieren, wenn ich zum Beispiel ein Gericht nicht kenne oder irgendwas, auch wenn ich es kenne, ich möchte einfach probieren. Und dann sage ich, ja, okay, lass mich von deinem Teller probieren. Okay, also ich probiere dann, aber er probiert halt nicht so gerne, obwohl ich dann denke, oh, das ist so lecker, davon sollte er mal probieren. Aber mag er gar nicht. Und das mag ich auch nicht an ihm. Also mir wäre es lieber, wenn er alles probieren würde, genauso wie ich. Was denkst du, sollte er an sich verbessern? Was sollte mein Mann an sich verbessern? Ach, gar nichts. Der kann ruhig so bleiben, wie er ist. Was hältst du von Tattoos und Piercings? Piercings habe ich ja selber. Ich habe ja ein Nasenpiercing. Hatte mal auch ein Bauchnabelpiercing. Den habe ich ja mal rausgenommen. Den habe ich mit 16 oder 17 stechen lassen. Hatte ihn ja drin und danach gar nicht mehr. Und von Tattoos. Wer es machen möchte, bitteschön. Mein Mann hat ja auch eins. Aber ich selber, ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal eins stechen würde. Ich glaube aber eher nicht. Bist du im Haushalt sehr pingelig? Nein, bin ich nicht. In welchem Alter hast du angefangen, deine Mutter zu entlassen und hast für die Familie gekocht? Also ich habe sehr früh damit angefangen zu putzen und zu kochen, meiner Mutter zu helfen, da wir 6 Kinder gewesen sind insgesamt. Meine Mutter keine Hilfe von meinem Vater hatte. Und ich eigentlich schon mit 10 Jahren auch meine Geschwister, auf meine Geschwister aufgepasst habe, dann mit den Haushalt geschmissen habe.
Also bei mir ging es recht früh so mit 10 los, da ich ja auch die Älteste war. Warst du gut in der Schule? Ich habe mit 7 Jahren erst Deutsch gelernt, da meine Eltern mich erstmal in der Türkei, wollte ich sagen, in Tunesien zurückgelassen haben, weil sie dachten, sie werden eh nicht lange hier bleiben. Und sie schon mal wollten, dass ich da schon mal die Schule besuche. Aber dann haben die mich so sehr vermisst und dann bin ich wieder hierhin. Und dann kam ich in die erste Klasse und habe kein Wort Deutsch gesprochen. So, und dann war ich in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse nicht so. Aber danach, in der fünften Klasse, hat sich alles geändert und ich war Klassenbeste. Und ja, das ging dann so weiter. Dann waren wir so drei, vier, die dann halt wirklich ja, so einen Konkurrenzkampf hatten. Und dann hat das bei mir aber in der 10. Klasse wieder nachgelassen, weil ich wusste, aha, nach der 10. Klasse werde ich eh wieder nach Tunesien fahren, fliegen, weil meine Eltern sich entschieden haben, 2002 war das damals, für immer wieder zurück nach Tunesien zu reisen. Also die wollten da wieder einen Neuanfang machen, da mein Vater die Rente bekommen hat. Der war Sprengmeister, Sprengbeauftragter und da kriegt man halt sehr früh die Rente mit 48 Jahren. Und ja, deswegen habe ich dann in Tunesien dann auch Reiseleiterin gelernt und alles hat seinen Lauf genommen. Dann bin ich wieder nach Deutschland und wollte eigentlich schauen, dass ich hier mit einem deutschen Reiseveranstalter arbeite und dann meinen Mann kennengelernt habe. Ja, und ab dann kennt ihr die Geschichte.